Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landsquid und heute möchte ich mit euch mal wieder über Resident Evil 8 reden. Das Spiel, ja, ein paar Wochen dauert es noch, bis wir es endlich selber spielen dürfen. Die Spannung steigt, es ist wirklich ein hoch erwartetes Spiel auf meiner persönlichen Liste, sowohl privat als auch für den Kanal, damit ich wieder frischen neuen Content zu einem frischen neuen Spiel machen kann. Und deswegen stürze ich mich auch auf jede News und jeden Fetzen, den es zum neuen Resident Evil 8 oder Village gibt. Und unter anderem bin ich jetzt über einen ziemlich interessanten Post von Aesthetic Gamer aka Dusk Golem gestoßen, bei dem ich mir gedacht habe, da lohnt es sich ein Video drüber zu machen, denn das finden bestimmt mehr Leute interessant als nur ich. Dusk Golem ist bekannt als Leaker, gerade im Resident Evil Bereich und hat eine wahnsinnig hohe Trefferquote, also wer sich auch immer hinter diesem Twitter-Account verbirgt, hat tatsächlich Kontakte, die tatsächlich aus erster Hand über Capcom-Spiele berichten können, ganz offensichtlich. Und dieser beschreibt in einem relativ kurzen Twitter-Thread die ersten circa 30 Minuten des Spiels. Wie schon gesagt, die Glaubhaftigkeit der Aussagen von Dusk Golem sind relativ groß, deswegen dürfte es sich hier wahrscheinlich tatsächlich um echte Angaben handeln, auch wenn man das alles natürlich trotzdem immer noch mit einem Körnchen Skepsis betrachten sollte. Dennoch auf jeden Fall an der Stelle eine Spoilerwarnung für dieses Video. Ich werde nämlich über das von Dusk Golem geschriebene definitiv reden und werde somit wahrscheinlich auch die ersten 30 Minuten des Spiels halt nur nacherzählt spoilen. Ein kleiner Spoiler, wie ich finde. Insofern nichts Schlimmes, meiner Meinung nach. Aber ziemlich interessant, finde ich. Ausschlaggebend für die Tweets von Dusk Golem war eine Frage eines anderen Twitter-Users namens Panic, der danach gefragt hat, ob Village ähnlich wie zum Beispiel Resident Evil 4 gleich mit der Action startet. Dusk Golem beschreibt daraufhin, dass das Spiel etwas anders startet als beispielsweise Resident Evil 4, das einem so ziemlich direkt in die Action wirft. Scheinbar startet das Spiel in Ethans und Mias Zuhause, das man dann erstmal erkunden darf. Dort soll man auch erstmal mit der Tochter interagieren und sie ins Bett bringen dürfen. So ein stimmungsvolles Intro kann ja durchaus ziemlich cool sein. Ich bin sehr gespannt, ob das Spiel hier Naughty Dog Qualität erreicht und ob wir vielleicht so etwas sehen wie das Intro aus The Last of Us 1 oder auch die Crash Bandicoot Szenen aus Uncharted 4, die wahrscheinlich schon zu den Highlights der erzählerischen und inszenatorischen quasi Privatlebenssequenzen von Videospielhelden gehören, oder ob wir eher so etwas sehen wie Fallout 4, wo der Einstieg vielleicht ganz nett ist, aber naja. Das Haus der Bakers war ja schon sehr schön und sehr liebevoll eingerichtet und designt, deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass hier auch wirklich sehr viel Wert auf das Eigenheim von Ethan und mir gelegt wird. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier beim Erkunden sehr viele kleine nette Details, vielleicht sogar Easter Eggs oder eben zumindest sehr viele kleine Geschichten allein in der Möblierung des Hauses entdecken können. Ich hoffe es zumindest. Daraufhin soll dann die Szene, die man schon aus Trailern kennt, kommen, in der Chris das Haus überfällt und Mia erschießt. Ethan und das Baby Rose sollen daraufhin mit einem Auto verschleppt werden. Das Auto gerät dann allerdings in einen Unfall und Ethan wacht plötzlich in einem dunklen, verschneiten Wald auf. Hier beginnt ein Teil, den man wahrscheinlich am ehesten als Walking Simulator Passage beschreiben könnte, ähnlich wie er auch schon Resident Evil 7 begann. Ethan sucht nach Hilfe, einem Telefon, um jemanden zu verständigen und findet im Wald ein seltsames altes Haus. Daraufhin kommt es dann zu den Szenen aus dem ersten Trailer mit dem alten Mann in der Hütte, der von Werwölfen attackiert wird. Dort bekommt man seine erste Waffe, eine normale Pistole, und schleicht sich durch einen dunklen Keller, um den angreifenden Werwölfen zu entgehen. Und nach diesem eher ziemlich atmosphärischen Einstieg soll es dann tatsächlich mit der ersten Dorfbelagerungsszene losgehen, ganz ähnlich wie in Resident Evil 4. Und hier startet auch so ein bisschen
das Spiel. Also letzteres mit hier startet das Spiel, habe ich jetzt dazu gedichtet. Das hat das Golem nicht geschrieben. Aber es klingt so, als würde hier der Einstieg enden und das tatsächliche Spiel in dem Sinne sich quasi entfaltet. Ja, das klingt doch auf jeden Fall alles schon mal ziemlich interessant und ziemlich cool. Da habe ich jetzt schon Bock drauf. Ich hoffe wirklich, dass im Haus der Winters einige schöne kleine Details zu entdecken sind. Aber da bin ich mir fast sicher. Und vor dem narrativen Part, in dem man sich quasi nicht verteidigen kann, habe ich jetzt schon ein bisschen Angst. Das gruselt mich jedes Mal wieder, wenn ich Resident Evil 7 das Intro spiele. Auch wenn ich weiß, dass mir gar nichts passieren kann. Ja, und dann beginnt quasi das tatsächliche Resident Evil 4-eske Gameplay, auf das ich mich schon sehr freue, auf das ich sehr gespannt bin. Aufgrund der ständigen Vergleiche mit Resident Evil 4 und auch der Tatsache, dass Resident Evil 4 ja tatsächlich eine wichtige Vorlage für das Entwicklungsteam von Resident Evil 8 war, anscheinend, habe ich da schon echt hohe Erwartungen, muss ich sagen. Ich bin wirklich gespannt, ob das Spiel diese Erwartungen erfüllen kann oder ob ich dann doch enttäuscht bin. So Anfang des Jahres bin ich ehrlich gesagt echt noch ein bisschen neutral an das Spiel rangegangen, habe mich schon drauf gefreut, aber war vorsichtig. Aber mittlerweile muss ich zugeben, spüre ich persönlich den Hype ein bisschen und das kann zu Enttäuschungen führen. Ich versuche mich da ein bisschen zu bremsen, ich versuche mich ein bisschen zurückzuhalten und versuche auch in meinen Videos euch nicht zu sehr zu hypen, aber die Vorfreude ist definitiv da bei mir. Und ich bin sehr gespannt, wirklich, bin sehr gespannt. Naja, warten wir es ab. Wir werden bestimmt in den nächsten Tagen und Wochen neues offizielles Gameplay-Material von dem Spiel sehen, einen neuen Trailer. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch nochmal eine zweite Demo für das Ganze geben wird. Aber warten wir mal ab. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Ich hoffe ja auch. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst bitte nicht, es zu liken. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht getan habt. Und wenn ihr mehr von mir hören wollt, dann schaut doch einfach mal auf dem Landsquid Birdrider Let's Play Kanal vorbei. Dort findet ihr Playlisten von Fallout, von Resident Evil, einfach nur so random Drops von kleinen Spielchen, die ich zwischendrin immer wieder mal gespielt habe. Jede einzelne Playlist beinhaltet mittlerweile tausende von Videos und hunderte von Stunden. Schaut einfach vorbei, wenn ihr Bock habt. Ich fände es sehr cool. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und mögen die Tentakel der Tiefe mit euch sein. Ciao.